Hallihallo! Freut mich sehr, dass ihr da seid. Ich heiße Ingrid und heute zeige ich euch eines meiner neuesten Werke. Ein Junk Journal, das ich Blumen und Bilder nenne. Die Bemaßung sind 15 cm breit, ungefähr 21,5 cm hoch, hat zwei Signaturen, 40 Blätter, dementsprechend 80 Seiten, wird hier mit einem Gummiband verschlossen, hat eine Namensplakette aus Metall, ist ein Hardcover und wie ihr seht, ist es mit Stoff bezogen. Fühlt sich natürlich super toll an. Und zum Schutz und zur Dekoration ein paar Metallecken habe ich da dran gemacht. Gut, wie ihr seht, ist ein bisschen was drin und das zeige ich euch jetzt. Die erste Seite habe ich ziemlich einfach gelassen, als kleine Dekoration hier so eine Büroklammer, die man natürlich auch woanders hin tun kann. Einen Steckplatz mit einer Karte. Alle meine Ephemeras sind überwiegend von Tsunami Rose und nur ein oder zwei von Artie Mays. Hier, wie ihr seht, auch wieder zwei Steckplätze. Im Hintergrund die Seite aus einem Wörterbuch. So rum. Okay, hier noch ein kleiner Steckplatz mit Mini-Karteikarten. Auf der Rückseite haben wir auch noch mal zwei. Eine Büroklammer mit einem Webband von einem Patchworkstoff, den ich schon verarbeitet habe. Hier auch. Schön aufgenäht und aufgerüscht, ein Webband, Quatsch, ein Webband, die Webkante von einem Patchworkstoff, karierte Blätter, alles künstlich gealtert, ein paar Stempel, hier noch eine Steckecke aus den Buchblättern, hier noch eine kleine Karte, in das man reinschreiben kann. Eine Karte mit einem Mini-Steckplatz. Ganz süß. Ein paar Knöpfe. Auf der Rückseite kann man auch was aufschreiben. Ist ganz gut geworden. Hier noch ein Steckplatz mit einer großen Karte. Dahinter kann man natürlich ein paar Fotos aufkleben oder was aufschreiben und dann hat man es auch ein bisschen geschützt vor neugierigen Blicken ein bisschen. Hier nochmal eine Büroklammer, die ich ein bisschen verändert habe und am Ende eine Perle. Die ist auch recht schön. Natürlich sind da Blumen drauf, genau wie hier, damit das alles zum Thema passt. Und hier kommt auch das erste Bild, auch von Tsunami Rose aus einem Digi-Kit. Nochmal so eine Karte, mit der man schreiben kann. Das hier ist so eine Tortenspitze, auch künstlich gealtert. Hier ist ein Band mit einer kleinen Sicherheitsnadel, so eine kleine bauchige Sicherheitsnadel und ein paar süße kleine Perlen drauf. Die andere Seite der Tortenspitze als Steckplatz mit noch ein paar Tags. Hier die Rückseite ist eine Karteikarte, eine große. Das ist die Mitte der ersten Signatur und das ist auch aus einem Digi-Kit von Tsunami Rose. Ein paar ausgestanzten Blumen. Nochmal ein Steckplatz. Das hier müsste jetzt aber Artemis sein. Und das wieder Tsunami Rose. Ich finde die echt schön. Kann man einiges machen. Nochmal mit kleinen Punkten für diejenigen, die sich schwer tun, gerade zu schreiben, so wie ich. Ein schönes Washi-Tape als Dekoration. Das ist die andere Seite von dem Designpapier gefällt mir recht gut. Hier ist auch noch ein kleiner Steckplatz mit einem Mini-Tag. Ganz mini. Süß. Ah ja. Noch eine Tag auf der Rückseite. Künstlich gealtertes Papier.
auch sehr schön geworden mit diesem Zickzackstich hier und Knöpfe und ein bisschen Glitzer. Nochmal Stempel. Nochmal so ein Flip-Out nennt sich das, im Englischen zumindest. Hier haben wir noch einen Steckplatz mit einem Foto, auf dessen Rückseite man sich was aufschreiben kann oder was kleben, gestalten. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ein paar Tabs. Und hier die Tasche fand ich auch recht süß aus einer Buchseite. Und dann kann man hier, hat man drei Möglichkeiten, etwas einzustecken. Ein selbstgemachtes Tag. Das hier ist eine Kombination aus selbstgemacht und Designpapier. Hier haben wir einen Briefumschlag, der durch diese Büroklammer festgehalten wird, mit einer Tasche und einer Mini-Postkarte. Innen drin noch ein paar Goodies. Okay, hier auch noch mal ein bisschen was. Papier. Hier ist auch noch ein Steckplatz. Der ist auch ganz gut geworden. Mit einer kleinen Fahrkarte, eine schöne Blume und eine Perle obendrauf. Noch eine Tasche mit so einem Fallfolder. Und da habe ich auch noch ein bisschen Papier mit rein. Eine schöne Karte. Noch ein kleiner Tag mit Blumen. Hier ist noch ein Tab. Da kann man natürlich diese Sicherheitsnadeln auch reinmachen und Perlen dazu tun. Eine kleine Tasche. Noch eine Seite aus dem Digi-Kit. Und ein paar Buchseiten zum Ausmalen. Manchmal ist mir nicht so nach Schreiben. Dann finde ich es ganz gut, wenn man einfach nur eine Seite aufschlagen kann und ein bisschen was ausmalen. Das hier ist ein Tag in eine Extra-Tasche. So sieht die aus. Hinten kann man natürlich auch was draufschreiben. Ist eine Karteikarte. Und innen drin, ja, kann man ein Foto aufkleben oder was anderes. Natürlich der passenden pinken Klammer. Noch ein Stempel mit Blumen. Die andere Seite von diesem Buch zum Ausmalen. Noch so ein Digi-Kit. Noch eine Tasche. Karteikarte. Sieht man das? Mit Embossing habe ich ein bisschen experimentiert. Noch ein Tag. Und noch eins von diesen Mini-Dinger. Oh, so süß. So süß. Okay, ein Flip-Out mit einem Stempelcollage. Nochmal aus der Reihe Fotos. Ein kleines Foto. Das ist die andere Seite von dem Tag. Mit einer kleinen Fahrkarte, die ist hier perforiert, kann man also abreißen und woanders verwenden, wenn man das möchte. Noch ein bisschen Platz zum Schreiben und Gestalten. Und das ist auch schon die letzte Tasche. Mal gucken, was da drin ist. Ein selbstgemachtes, riesengroßes Tag. Das hier ist ein kleines Notizbuch, hoppala, mit dem kleinen
kleine Stückchen Papier, die auch künstlich gealtert sind. Und hier haben wir noch so eine Steckecke mit einem süßen kleinen Schmetterling und ein bisschen Glitzer. Hier könnte man auch ein bisschen was reinschreiben. Und da haben wir auch noch so eine Mini-Karteikarte, passend in der Farbe. Hier noch eine, die gefaltet ist. Und noch eine. Ja, jede Menge Platz, jede Menge freien Raum zum Gestalten. Das ist auch die letzte Seite. Eine Bibliothekkarte mit den Informationen. Und das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren eigenen Projekten und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mal wieder vorbeischaut. Habt einen schönen Tag. Tschüss!